Wir dürfen nicht direkt Eichschafte schon montieren, weil auf der Außenseite müssen wir sogenannte Drehteller montieren. Die haben die Aufgabe, da das Ventil sich im Sitz bei der Verbrennung leicht dreht, auf der Auslassseite, eben der Ventilfeder diese Drehung auch mit zu ermöglichen, damit da nichts festfrisst. Nachteil ist an der Sache, montieren wir die Schaftdichtung, dann passt die Teller nicht mehr drauf. Also erst Tellerchen, dann die Schaftdichtung, weil wenn wir die schon montiert haben, müssen wir runternehmen, kann sein, dass sie kaputt gehen und das ist dann doof. Ja, die Schaftdichtung habe ich ein bisschen mit WD-40 eingefutscht. Jetzt haben wir da unsere Nummern. Das Schöne. Und stopfen die Ventile jetzt nach den Nümmernchen rein. Und dann geht's weiter. Ja, Ventile sind drin. Jetzt bekommen die Einlass ihre Tellerchen unten. Die kann man über die Ventilschaftdichtung ohne Probleme stoppen. Kommt die Feder, da gibt es eigentlich keine bestimmte Reihenfolge oder Richtung, wie rum die gehören. Das ist eigentlich ziemlich latüchte. Glück. Dann haben wir den oberen Federteller, die sind auch alle gleich bei allen. Ein- und Auslass. Können wir auch noch alle drauf schon verteilt. Wenn sie wollen und nicht hier wegflutschen. Also ein bisschen eingeölt, damit er nicht rostet. So, in dem Sinne sind wir eigentlich schon jetzt so weit mit dem Ventilniederhalter, die zusammenzudrücken. Und dann kommen diese beiden Keile rein. Wie das jetzt funktioniert mit Ventile wechseln und so, da zeige ich dir. Ventilniederhalter ist auch ein Video, blende ich auch mal kurz an, dann könnt ihr den Detail sehen. Aber das Werkzeug zeige ich. So, wie ihr sehen könnt, ich habe das Werkzeug abgebaut, weil ich muss das Ding kippen und dann fällt alles auseinander. Aber ich wollte nur zeigen, wie das aussieht, wenn man zusammennudelt. So, wir brauchen jetzt diesen Ventilniederhalter. So. Klack. Dann pressen wir, wie der Name das schon sagt, die Ventilfeder so weit zusammen, dass wir hier vorne, hoffen wir mal sieht's, genau, hier vorne jetzt so weit den Schaft raus haben, dass wir die Kabel hier reinlegen können. Relativ problemlos. So dass die nachher, wenn wir das jetzt lösen, hier oben im Ventil ist ein Schlitz, dann legen die sich rein und dann ist das fest. Löst dann mal, mal gucken. Ach, gut, da war ein bisschen schnell, aber jetzt sitzt drin. Ventil ist eingebaut. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis und relativ simpel eigentlich aufgebaut. Wer Ventile wetzen kann oder auch wieder zusammenbauen kann, auch Ventilfedern wetzen kann. Eigentlich kein Hetzenwerk, das kriegt jeder hin. So, wir machen jetzt bei allen anderen 7, die noch übrig sind, dasselbe. Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn das Köpfchen fertig ist. Ja, fertig ist er, wie ihr hier unschwer erkennen könnt. Ventil ist drin. Der Kopf, da fehlen natürlich noch ein paar Anbauteile, wie der Thermostatgehäuse zum Beispiel. Und dann werden wir sehen, wenn wir den Motor komplett zusammenbauen. Jetzt geht's an den Block. Den setzen wir jetzt zusammen. Da sehen wir uns wieder. So, jetzt kommen wir zu den Veränderungen am Motorblock, die wir machen müssen, um einen Turbolader am C20NE betreiben zu können. Und zwar haben wir hier einen Kanal, wo Öldruck herrscht an der Ölpumpe und mit zwei Blindstopfen unschwer erkennen kann. Es war mal hier eine Inbusschraube, die natürlich rund gedreht war. Aber man kann sie sehr gut Abhilfe schaffen, indem man einfach eine Torx-Nuss oder Verlängerung oder was auch immer hier einschlägt. Ich habe es schon mal vorbereitet. Ist ja fast so schlimm wie bei der Hobbythek.
Und zwar schon mal angelöst. Diesen Blindstopfen müssen wir nun hinausdrehen. Und dort einen Adapter einschrauben, um die Versorgungsleitung für den Turbolader anzuklemmen. So, und zwar brauchen wir diesen Adapter von Opel. Nummer könnt ihr hoffentlich erkennen, den gibt es noch neu zu kaufen. Die sieht so aus, kostet knapp 7 Euro. Wird wie gesagt mit der Seite in den Block angeschraubt, da kommt ein Kupferring drunter. Ich werde noch ein bisschen dünn Dichtmasse hier noch einsetzen, damit er auf jeden Fall dicht ist. Auf der anderen Seite kommt dann so ein Überwurf-Moped. Das ist jetzt zum Beispiel von der Ölkühlleitung. Wie ihr sehen könnt, so ein Überwurf-Moped, das hier sich selber abdichtet. Das kommt hier so drauf. Müsste, ich will nicht lügen, M12 sein. Es kommt dann drauf und an der Seite dann ein Bajonettverschluss, also mit einer Hohlschraube, auf den Turbolader befestigt. Ihr könnt jetzt euch diese Leitung von diesem Anschluss hier zum Turbolader entweder teuer bei manchen Tuner kaufen oder ihr lasst euch die bei bestimmten Shops anfertigen lassen, die extra für Turboladerversorgung sind, und da kosten die ungefähr ein Drittel weniger. Also ich sage das nur so als kleiner Hinweis. Die Leitung ist noch unterwegs, ist alles schon mal bestellt. Da werdet ihr dann sehen, wenn das Ding hier zusammengebaut ist und ich den Turbo anklemme, werdet ihr dann mal die Leitung sehen. Ja, weiter geht's am Motorblock. 19. Also auch nichts Wildes. Ich nehme dafür gerne eine Langnuss. Dann kommt man da gut dran. Drehen wir jetzt schön fest. Wir wissen ja, wir müssen den Kupferring, der da drin sitzt, platt drücken, damit er auch abdichtet. Das bei Ölwanne genauso. Nur nicht so festziehen, dass wir alles abreißen. Blocklöcher in der Hand haben. Ja, das sollte reichen. Das war's schon. Das ist jetzt die erste. Wir nehmen mal hier so ein bisschen die Dichtmasse weg, die rausgekühlt ist. So. Das ist jetzt die erste Sache, die einen Unterschied an den Block ausmacht, einen Turbolader zu betreiben. Ja, die zweite Sache, um aus diesem Motor eigentlich einen Turbomotor zu machen, wäre, hier seht ihr ja diese flache, schöne Stelle, ein Loch zu bohren für den Rücklauf des Turboladers. Das haben wir jetzt in Ölwanne gemacht, weil das Material ist so dick, dass wir durchbohren müssten. A, Gewinde schneiden. Das Guss, ich weiß nicht, ob das so der Knaller ist, wenn da ein Riss oder sonst was entsteht, hat man die Arschkarte. Deswegen habe ich so eine Ölwanne gemacht, um ja eben die Sicherheit zu haben. Und laut einigen Forenberichten und Leute, die auf C20 Turbo umgebaut haben, funktioniert das wunderbar in Ölwanne. Man muss da hier nicht kein Loch einbohren, aber wer es perfekt haben will, müsste hier ein Loch einbohren.